Ja, ein kurzes Moin und 2 Meter Abstand sind in Niedersachsen eine herzliche Begrüßung. Wir haben also sozusagen das Social Distancing erfunden. Auch im Forschungsmuseum Schöningen haben wir jetzt den Abstand der Besucher untereinander nach der Wiedereröffnung auf eine Sperrlänge definiert. Und jetzt freuen wir uns sehr, dass die Sonderausstellung Bodenschätze nicht eines dieser zahlreichen anderen Projekte geworden ist, die eben in den Krisenzeiten, also wo die Einladungen schon gedruckt waren, so wie hier unsere Einladung für die Bodenschätze-Ausstellung und alle notwendigen Vorbereitungen getroffen worden waren und dann aber eben die Wirklichkeit diese Projekte eingeholt hat und sie eben unverwirklichte Projekte geblieben sind. Nicht so unsere Ausstellung. Wir dürfen also heute die Ausstellung Bodenschätze virtuell eröffnen, freuen uns darüber, dass wir zahlreiche Grußworte bekommen haben und für all diejenigen, die eben noch nicht reisen können oder die eben einfach noch vorsichtig sein wollen, haben wir auch einen virtuellen Museumsrundgang geplant und wir werden eben auch ein kleines Making-of der Ausstellung Ihnen zeigen, also einen Blick hinter die Kulissen, Not macht erfinderisch. Ja, für uns war es sehr naheliegend, die Ausstellung Bodenschätze in unser Haus zu holen, da Frau Jana Hugler als Leiterin der Ausstellung und Vermittlung im Forschungsmuseum Schöningen seinerzeit im Museum in Kalkriese unter Frau Dr. Derks die Ausstellung kuratiert und eben mitgestaltet hat. Das ist für uns natürlich auch nochmal wichtig zu sagen, dass es toll ist, eine solche erfolgreiche Ausstellung zu holen. Und die ist eben auch mit zahlreichen Partnern entstanden. Das war also der Geopark. Wir haben zahlreiche Forschungseinrichtungen aus Göttingen und aus Osnabrück. Wir haben das Niedersächsische Institut für historische Küstenforschung, natürlich auch unser Haus, das Landesamt für Denkmalpflege, die Kommunalarchäologien, die beteiligt waren. Und die Ausstellung ist eben möglich gemacht worden durch Finanzierungen zahlreicher Drittmittelgeber, die Sparkassenstiftung, die Deutsche Stiftung Umwelt. Wir haben das Niedersächsische Ministerium für Wissenschaft und Kultur, das unterstützt hat und viele andere mehr. Und ich wünsche jetzt der Ausstellung einen ganz großen Erfolg. Bodenschätze, Geschichten aus dem Untergrund. Herzlich willkommen zu dieser wunderbaren Ausstellung. Achtlos schmeißen wir häufig etwas auf den Boden, weil wir möglicherweise gar nicht verstehen, was Boden ist. Boden ist etwas Wertvolles, nicht ersetzbar. Wir leben vom Boden, wir leben mit dem Boden. Und gerade hier in Schöningen kann man das sehr gut sehen, an der Grabungsstelle, wo über viele Tausende, ja Hunderttausende Jahre sich Funde aufbewahrt haben, archiviert sind in diesem Boden, aber darüber hinaus eben viele Mikroorganismen jeden Tag sehr zuverlässig in diesem Boden arbeiten, dafür sorgen, dass dieser Boden divers ist, dass er Leben hervorbringt, dass Blumen gedeihen, dass für uns Naturprodukte entstehen, von denen wir wieder leben können. Also achten wir den Boden doch stärker, als wir das bisher getan haben, weil wir brauchen Boden unbedingt zum Leben. Nutzen Sie die Zeit, diese Ausstellung kennenzulernen, sich hier wohlzufühlen. Genießen Sie das Drumherum hier in Schöningen. Viel Spaß, Ihnen alles Gute. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kinder, Schätze im und aus dem Boden sind in der Region, die heute der Landkreis Helmstedt ist, jahrtausende lang selbstverständliche Garanten für Arbeit und Wohlstand gewesen. Der Braunkohlebergbau hat die Region buchstäblich tiefgreifend geprägt. Seit 1874 im großflächigen Tagebau betrieben, hat das Graben nach diesem Bodenschatz mit 6 riesigen Tagebaugruben entlang der beiden mächtigen Braunkohleflöze tiefe Spuren im Gesicht der Landschaft hinterlassen. Überall dort, wo in älteren Zeiten Siedlungen, Heiligtümer und Friedhöfe bestanden und wieder untergegangen sind, hat der Boden getreulich ihre Spuren bewahrt. Es sind Schätze der Geschichte, die die Archäologie mit ihrer sorgfältigen Vorgehensweise heben und zum Sprechen bringen kann. Diese Schätze erzählen von den vergangenen Lebenswelten. Natürlich dürfen bei diesen Bodenschätzen die Schöninger Speere nicht unerwähnt bleiben, die für eine der größten archäologischen Sensationen im Landkreis gesorgt haben. Dank des beharrlichen Einsatzes engagierter Menschen vor Ort
haben Sie sich mit dem Palion, jetzt Forschungsmuseum Schöningen, zu einem Kristallisationspunkt für eines der modernsten Museen Niedersachsens entwickelt. Die Ausstellung, die jetzt eröffnet wird, soll vor allem Kinder ansprechen. Sie soll anregen, sich mit dem Boden unter den Füßen auseinanderzusetzen. Kinder können lernen, wie dem Boden seine Geheimnisse und Geschichten zu entlocken sind, sich selbst als Archäologen versuchen oder sogar mit einer Bodenzaubermaschine, die die Entstehung von Boden nachvollziehbar macht, arbeiten. Ganz herzlich danken möchte ich den Initiatoren, die dies möglich gemacht haben. Herrn Haßmann, der neben seiner Aufgabe als Landesarchäologe auch noch die Leitung des Forschungsmuseums Schöningen bewältigt, Frau Huckler, die die Ausstellung vor Jahren in Kalkriese konzipiert und kuratiert hat und jetzt für ihren Aufbau im Palion verantwortlich sein. Sowie natürlich all den Helfern, die dafür gesorgt haben, dass alles pünktlich zur Eröffnung am richtigen Platz steht. Möge die Ausstellung groß und klein darin bestärken, mit beiden Beinen fest auf dem Boden zu stehen und auf die eigenen Ressourcen zu vertrauen. Ich wünsche Ihnen und euch viel Freude beim Besuch der Ausstellung. Herzlich willkommen zur Eröffnung der Ausstellung Bodenschätze bei uns im Palion. Gerne hätte ich Sie heute persönlich bei uns in Schöningen begrüßt, aber ich freue mich auch sehr über diesen digitalen Gruß. Das Thema Bodenschätze ist sehr eng mit unserer Stadt und unserer Region verbunden. Über 220 Jahre lang wurde hier Braunkohle abgebaut und die Geschichte des Salzabbaus geht noch viel länger zurück. Sowohl der Salzabbau als auch der Braunkohleabbau sind leider inzwischen Geschichte, was viele Schöningerinnen und Schöninger nicht ohne Wehmut betrachten. Aber der Braunkohletagebau hat uns einen letzten Gruß hinterlassen. Die sensationellen Funde der Speere, des Wurfstocks und ganz zuletzt des vollständig erhaltenen Elefantenskeletts lassen uns voller Vorfreude auf die noch zu erwartenden Funde zurück und bringt uns weltweit in aller Munde. Wir alle erwarten mit Spannung, was möglicherweise dort noch gefunden wird. Genießen Sie nun die Ausstellung und ich würde mich freuen, Sie bald persönlich bei uns in Schöningen, der Stadt der Speere, begrüßen zu dürfen. Glück auf! Herr Dr. Haßmann, der Landesarchäologe von Niedersachsen, hat mir gerade diese wunderbare Sonderausstellung Bodenschätze, Geschichten aus dem Untergrund gezeigt und ich bin wirklich sehr begeistert. Diese Sonderausstellung passt in das Palion ganz genau herein. Hier gibt es eine tolle Dauerausstellung, aber ein Museum lebt natürlich auch von dem Wechsel durch Sonderausstellungen und ein Erlebniscenter lebt auch davon, dass die Besucher mitmachen können. Und in dieser Sonderausstellung, wo man im Boden graben kann, wie die Archäologen, ich habe auch gerade gegraben und habe hier dieses Skelett freigelegt. Ich habe es gefunden und hier ist noch sehr viel mehr vergraben, was die Besucher suchen können und dann auch finden können. Der einzige Nachteil: Die Eltern müssen schon ein bisschen Zeit mitbringen, denn die Kinder sind begeistert und wollen hier viel, möglichst viel finden und sich gar nicht mehr lösen von diesen verschiedenen Bodengruppen, wo immer wieder was anderes vergraben ist, wo das Finden richtig Spaß macht, wie es ein Archäologe macht oder ein Ausgräber. Und es gibt vieles andere. Man kann hier selbst bestimmen, man kann gucken, was für Knochen zu welchem Tier gehören oder welche Artefakte sich am längsten in welcher Bodenkonstellation halten. Also, man lernt Archäologie richtig kennen. Und dazu wünsche ich Ihnen viel Vergnügen. Kommen Sie nach Schöningen, schauen Sie sich diese Sonderausstellung an, arbeiten Sie mit ihr, leben Sie mit ihr und dann gehen Sie noch in die Hauptausstellung, die immer wieder spannend ist. Viel Spaß im Palion in Schöningen. Viele werden sich fragen, kann man Boden eigentlich ausstellen? Ist doch nur das braune, krümelige Zeug da draußen. Ja, da kann ich nur sagen, Boden wird unterschätzt. Boden, das ist der größte Herbergsvater auf dieser Welt. In einer Handvoll Boden leben mehr Organismen als Menschen auf dieser Erde. Und Boden ist auch ein leidenschaftlicher Sammler. Unsere gesamte Menschheitsgeschichte steckt im Boden. Es gibt nur ein Problem: Boden zeigt seine Schätze nicht gerne her. Dafür braucht es eben Archäologen. In dieser Ausstellung lernen Sie ganz viel über Böden und wir zeigen Ihnen auch, dass es den Boden gar nicht gibt. Es gibt ganz viele starke Typen. 6 stellen wir Ihnen hier näher vor, darunter die Diva aus der Kalkmarsch mit ihrem ganz besonderen Wellnessprogramm, den Regenwürmern, oder den tollen Hecht, den Potzol, der so gerne eine tolle Party schmeißen würde, nur sein Kühlschrank ist leider immer leer.
Kommen Sie einfach her, lernen Sie sie kennen und genießen Sie diese Vielfalt in dieser Ausstellung. Sie ist eine Ode an den Boden und Sie werden, das verspreche ich Ihnen anschließend, ganz anders auf das braune, krümelige Zeug da draußen schauen. Viel Spaß! Ja, guten Abend, herzlich willkommen im Forschungsmuseum Schöningen. Ich möchte jetzt gerne bei dieser Online-Ausstellungseröffnung einen Blick in die Ausstellung gewähren. Bitte folgen Sie mir. So, wir haben ja eine ganz tolle, spannende Ausstellung. Bodenschätze, Geschichten aus dem Untergrund. Bodenschätze, da denkt man natürlich eigentlich an Erdöl, an Gold, an Kohle. Aber Bodenschätze, da steckt auch das Wort Schätze drin. Archäologische Schätze. Das heißt, wir denken an Gold und Geschmeide, aber es sind auch die Schätze Bodenverfärbungen zum Beispiel, die uns etwas aussagen über das Leben in der Vergangenheit. Und der Untertitel Geschichte aus dem Untergrund. Wir haben tatsächlich, können mit dem Boden Geschichte schreiben und wir können Ihnen Geschichten erzählen. Und dazu lade ich Sie jetzt herzlich ein. Ja, in dieser Ausstellung geht es um Böden. Und das Bemerkenswerte ist, normalerweise liegt ja der Boden unter unseren Füßen. Wir gehen über den Boden und hier haben wir die Perspektive verändert. Das heißt, wir gehen in den Boden rein und gucken uns den Boden direkt von unten an. Wir haben hier zum Beispiel den Glei. Der Glei ist ein Boden, der sich in Feuchtgebieten bildet. Und das ganz Bemerkenswerte ist, dass wir dort Raseneisen finden. Raseneisenstein hat einen hohen Eisengehalt und konnte seit der vorrömischen Eisenzeit, seit ungefähr 2500 Jahren, auch als Rohstoff verarbeitet werden, um zum Beispiel solche Werkzeuge herzustellen. Sehen wir uns mal den nächsten Boden an. Ein ganz typischer Boden für Norddeutschland, der hier von Niedersachsen bis nach Brandenburg sich ausprägt, ist der Pozzol. Der Pozzol ist ein ganz saurer Boden, in dem Knochen sich eigentlich nicht erhalten, aber wir haben auf Pozzolböden hervorragend erhaltene Grabhügelfelder. Typisches Beispiel ist die Lüneburger Heide. Parabraunerde ist der Sammelbegriff für die fruchtbarsten Böden, die wir kennen. Gerade hier in der Gegend von Schöningen zwischen Braunschweig und Magdeburg sind die großen Lössböden sehr, sehr fruchtbare Böden, die von den ersten Bauern, von ersten sesshaften Menschen schon vor 7000 Jahren gezielt aufgesucht wurden. Und die haben dort riesige Dörfer mit großen Häusern gebaut. Das gucken wir uns jetzt mal an. Hier haben wir mal so einen typischen Grabungsplan. Die Häuser haben sich hier in Norddeutschland über die Jahrtausende nicht erhalten, aber wir können anhand der Bodenverfärbung zum Beispiel die Pfostenspuren erkennen. Und so lassen sich Häuser aus unterschiedlichen Epochen wunderbar rekonstruieren. Das ist unsere Malstation. Hier kann man mit Erdfarben malen und das Gemälde nachher hinten an die große Pinnwand in der Ecke hängen. Hier zeigen wir die Bodenlebewesen, die im Boden leben und auch den Boden bilden. Und das ist ganz erstaunlich. In einer Handvoll Boden gibt es mehr Lebewesen als Menschen auf der Erde. Diese Station steht unter dem Motto, wenn Böden sprechen können. Sie würden uns nämlich Geschichten erzählen. Wir sehen hier die kleinen Bodenkörner mit Gesichtern, mit Augen und sie zeigen, dass sie zum Beispiel Angst haben. Vor Giften, die auf die Felder aufgebracht werden, vor Flächenversiegelung in den großen Städten, durch Verdichtung, durch Starkregen oder durch Stürme, die diese Böden wegerodieren. Moore sind für Niedersachsen etwas ganz Besonderes, denn es gibt keine Gegend mehr in Deutschland, wo noch so viele Moore erhalten sind. Dabei sind viele dieser Moore schon trockengelegt und in landwirtschaftliche Flächen umgewandelt worden. Streng genommen sind Moore, Hochmoore, gar keine Böden, sondern sie bestehen vollständig aus Pflanzen. Hier ist mal so ein Stück
Torf ausgestanzt. Das besteht aus Torfmoosen, die in metermächtigen Kissen wie ein Schwamm sich mit Wasser vollgesogen haben und dadurch ganz hervorragende Erhaltungsbedingungen für organisches Material, auch für archäologisches Material wie hölzerne Wege oder Moorleichen bieten. Wir zeigen hier in der Ausstellung eine perfekte Kopie der Hand der Moorleiche Mora. Die ist vor einigen Jahren im Uchter Moor gefunden worden und ist so gut erhalten, dass wir von dieser jungen Frau alles Mögliche an Details rauskriegen konnten. Wir haben ihre Fingerabdrücke, wir wissen, dass sie Linkshänderin war, schwere Lasten auf dem Kopf getragen hat, mehrfach kurz vor dem Hungertod stand. Und wir vermuten, dass sie bei der Überquerung des Moores vom Weg abgekommen ist und ertrunken ist. Wir bringen hier die Böden im wahrsten Sinne des Wortes zum Sprechen. Ich will das jetzt nicht vorführen, sondern wenn Sie kommen, versuchen Sie das mal selber. Sie drücken hier auf den Knopf und dann spricht der Boden zu Ihnen und erzählt Ihnen seine ganze Geschichte. Die Geschichte dieses Bodens ist besonders faszinierend. Das ist der Plaggenesch. Der Plaggenesch ist eigentlich eine Reaktion der Menschen damals auf die komplett ausgelaugten Sandböden. Die haben sie derartig übernutzt, dass die überhaupt keinen Ertrag mehr gegeben haben. Sind die Menschen auf die Idee gekommen, Plaggen, das heißt Grassoden, Heidesoden, auszustechen, in die Ställe zu den Tieren zu bringen und mit dem Dung der Tiere auf die Äcker, auf die Felder aufzubringen. Und so haben wir teilweise mächtige Schichten, die einerseits die darunterliegenden archäologischen Fundstellen hervorragend konservieren, andererseits aber auch verhindern, dass wir sie finden können. Und ein Beispiel dafür gucken wir uns mal detaillierter an. Unter diesem mächtigen Auftragsboden haben sich bei Kalkriese die Reste einer gewaltigen Schlacht zwischen Römern und Germanen erhalten. Wir gehen davon aus, dass das die Varusschlacht war im Jahre 9 nach Christus. Und durch den Schutz des Plaggenesches haben sich hier sogar Bewegungsmuster von Römern und Germanen erhalten. Wir haben hier beispielsweise in der Vitrine römische Münzen, einen Silberlöffel, Teile von römischer Rüstung, eine Lanzenspitze oder einen Schlüssel. Die Kalkmarsch ist auch ein typisch niedersächsischer Boden. Der Boden ist entstanden durch den dramatischen Meeresspiegelanstieg innerhalb vor allen Dingen der letzten 2000 Jahre. Es gab ja eine Zeit, wo man zu Fuß nach England laufen konnte, wo Helgoland wie Ayers Rock in der Landschaft lag. Und durch diesen Meeresspiegelanstieg haben sich Meeresablagerungen über die Kulturlandschaft draufgelegt, über die bronzezeitlichen Siedlungen zum Beispiel, und haben ihn mit metermächtigen Schichten komplett abgedeckt. Unter diesen Schichten ist das organische Material so gut erhalten, dass wir sogar Wände aus Flechtwerk haben, von bronzezeitlichen Häusern oder gedrechselte Möbel aus der Völkerwanderungszeit. Unter diesen mächtigen Kleiablagerungen der Kalkmarsch haben sich zum Beispiel Hausgrundrisse der Bronzezeit erhalten, wo sich sogar noch das Flechtwerk der Boxen für das Vieh in diesen Langhäusern erhalten hat. Oder in einem Gräberfeld im Küstenbereich im Landkreis Cuxhaven haben wir so eine Art Thron in Holz aus einem Baumstamm geschnitzt mit ganz aufwendiger Verzierung. Und das ist natürlich nur erhalten geblieben, weil dieser Kalkmarsch überhaupt keine Luft durchgelassen hat. An dieser Stelle geht es darum, was uns Knochen im Boden sagen können. Wir können anhand der Knochen, das sind die Archäoanthropologen, Paläopathologen, verschiedene Nachbardisziplinen, die spezialisiert sind auf die Analyse von menschlichen Knochen. Wir können hier beispielsweise rauskriegen, wie alt ein Mensch war, wie seine Lebensumstände waren, welche Krankheiten er hatte, welches Geschlecht und so weiter. Und das kann hier mit interaktiven Monitoren untersucht werden. An dieser Stelle beschäftigen wir uns mit Tierknochen. Tierknochen finden wir als Abfall in Abfallgruben. Die Menschen haben das damals in Gruben ihren Abfall entsorgt und wir wühlen gerne in dem Abfall unserer Vorfahren, weil wir da eine ganze Menge rauskriegen können über
ihre Lebensgewohnheiten, welches Fleisch sie gegessen haben, wie die Zucht von Tieren aussah. Wir haben hier so eine Art Roulette. Ich kann hier draufklicken und dann wird hier eines dieser Tortenstücke angezeigt mit einem Tier. Und ich muss jetzt diesem Tier einen bestimmten Knochen zuordnen. Ich glaube, das ist dieser hier. Oh ja, es ist grün. Ich habe gewonnen. Oh, an dieser Stelle zeigen wir mal, wie jede Epoche ganz charakteristische Artefakte hat. Wir fangen hier mal an, das ist die Altsteinzeit mit einer Geweihhacke und einem groben, fast faustkeilartigen Artefakt. Dann haben wir hier geschliffene Feuersteingeräte, Dolche, geschliffene Feldsteinbeile, aber auch erste Keramik. Hier sind wir in der Bronzezeit, wo zum Beispiel Steinwerkzeuge so nachgeahmt werden wie die ersten kupfernen oder bronzenen Dolche. Mit Schwertern, hier haben wir ein Grab aus der Völkerwanderungszeit mit reich verzierter Beigabenurne. Und dann haben wir hier noch römische Artefakte, zum Beispiel eine Pionieraxt und Werkzeuge, die beim Schlachtfeld in Kalkriese gefunden worden sind. Und schließlich, das kann dann hier jeder erkennen, die Artefakte von heute. Mal sehen, was Archäologen wohl in einigen Jahrtausenden über uns sagen. Hier geht es um absolute Datierungsmethoden. Absolut heißt ja genau. Und da ist zum Beispiel die C14-Analyse erklärt, hier sind verschiedene andere Methoden, Uran-Thorium und so weiter. Und hier geht es um die Dendrochronologie. Das Wachstum eines Baumes ist ja ganz charakteristisch. Die Jahrringe, der Abstand der Jahrringe zueinander über einen längeren Zeitraum ist so ähnlich wie der Strichcode im Supermarkt. Und wenn wir jetzt ein Stück Holz zum Beispiel aus einem Moorweg rausschneiden, dann können wir versuchen, dieses Holz hier auf einer solchen Jahrringkurve einzurasten. Das gucken wir uns mal im Detail an. Ich nehme hier meine Holzprobe und lege sie hier mal in unseren Dendrochronologie-Simulator. Das geht sonst mit dem Mikroskop und dem Computer, aber hier kann man das Prinzip ganz gut sehen. Ich gehe jetzt hier über eine lange, lange Kurve und versuche mal eine Stelle zu finden, wo das passt. Ah, hier rastet das ganz gut ein und das ist hier in der Skala ungefähr 400 vor Christus. Und jetzt können wir die Jahrringe hier, den Rand des Holzes Richtung Rinde erkennen und sagen, wann dieses Holz gefällt wurde. Viele Leute denken, mit einem Metalldetektor kann man Gold und Geschmeide finden. Aber in Wirklichkeit ist das meiste, was wir auf dem Acker finden, Schrott. Hier ist mal so eine Stelle, wo man mal mit so einem Metalldetektor ein bisschen gucken kann. Hier habe ich so ein Signal und dann kann ich reingucken, was es wohl war. Ein neuzeitliches Spielzeug. Was ganz wichtig ist, in Niedersachsen braucht man für die Suche mit dem Metalldetektor eine Genehmigung, damit wir diese kleinen Puzzlesteinchen, die gefunden werden, in unser großes Geschichtspuzzle einstellen können. Das ist ja ein Haufen von typischen Artefakten, die auf dem Acker gefunden werden, die mit dem Metalldetektor detektiert werden, die aber keines von diesen hier ein archäologisches Artefakt darstellen. Das ist das, was wir auf den Äckern haben, Schrott aus Jahrhunderten. Manchmal pausen sich archäologische Befunde an die Oberfläche durch, die man dann aus der Luft mit der Luftbildarchäologie erkennen kann. Hier zum Beispiel sieht man dort, wo eine Grube war, ein jungsteinzeitliches Erdwerk. Da haben sich da, wo die Gräben waren, ist das Gras etwas saftiger, etwas frischer. Oder hier sehen wir ein Grabhügelfeld. Hier ist nochmal der Aspekt Böden und Architektur. Wir haben hier zum Beispiel Farben für Bildergestaltung oder wir haben hier Baumaterial für Lehmwände, wir haben hier bunt schillernde Farben, mit denen ja auch die Urmenschen zum Beispiel Höhlen bemalt haben. 99% unserer Nahrungsmittel kommen aus dem Boden, seien es Getreide, Produkte, Fleisch oder Milchprodukte. Obst und Gemüse, all das wächst auf Boden und deswegen müssen wir mit dem Boden sehr sorgfältig umgehen, weil er unsere Lebensgrundlage ist. Wir haben hier für die Ausstellung in Schöning einen Boden hinzugefügt, den es vorher noch nicht gab, der aber für Schöning eine wichtige Rolle spielt. Das ist nämlich der Kippenboden. Der Kippenboden ist der Boden des Jahres 2019 gewesen.
Das ist ein Boden, der passt sehr gut zum Braunkohleausstieg, der ja hier in Helmstedt, im Helmstedter Revier schon abgeschlossen ist. Das sind Böden, die gibt es nur im Braunkohletagebau, in der Lausitz, im Südraum Leipzig oder im Rheinland oder auch in Sachsen-Anhalt. Diese Böden sind dadurch gekennzeichnet, dass die natürliche Bodenstruktur durch den tiefen Eingriff in den Boden komplett umgedreht sind. Wir haben hier plötzlich Böden aus der Tiefe an die Oberfläche gebracht, die einen ganz neuen Typ von Boden entwickelt haben. Und mit der Renaturierung der Braunkohletagebaue wird dieser Boden mehr und mehr genutzt. Und das können wir hier an Schöningen an der Tagebaukante schon sehen, wie sich die Natur diesen Boden so nach und nach wieder zurückholt. Hier am Ende der Ausstellung haben Sie nochmal die Möglichkeit, eine echte Ausgrabung zu machen. Hier gucken Knochen raus, wir stellen Ihnen das Grabungswerkzeug, probieren Sie das mal aus. Und wenn Sie kommen, denken Sie bitte daran, Mund-Nasen-Schutz aufzusetzen und immer eine Sperrlänge Abstand zu halten.